Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Mir ist aufgefallen, dass das Erkennen von Schlüsselwörtern schon eine erste Hürde darstellen kann, wenn es darum geht, den gesamten Text, die Geschichte zu verstehen. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass ihr nur in Deutsch Geschichten lest und die verstehen müsst, sondern dass ihr zum Beispiel auch in Biologie oder Geografie, Geschichte auch Sachtexte habt, bei denen ihr erstmal gucken müsst, was sind denn so die Schlüsselwörter, was sind so die zentralen Begriffe, damit ihr dann den gesamten Text verstehen könnt. Und das ist auch wirklich eine Sache, die braucht Training. Das ist jetzt nichts, was beim ersten Mal direkt funktioniert, aber wenn wir das jetzt anfangen, das auch mehr und mehr zu üben, dann seid ihr da hoffentlich in der 9. Klasse zum Beispiel schon richtig gut trainiert und dann fällt es euch auch schon leichter, die Schlüsselwörter zu erkennen. Deswegen habe ich euch erstmal eine kleine Übersicht erstellt, was Schlüsselwörter denn überhaupt sind, also was verstehen wir darunter. Schlüsselwörter sind Wörter, die Schlüssel sind, damit ihr den Text knacken könnt. Sind zentrale Begriffe, die das Verständnis des Textes erleichtern. Sie kommen im Text oft wiederholt vor, enthalten eine klare Aussage in Bezug auf das Thema. Und es gibt auch Fremdwörter, die Schlüsselwörter sein können. Also wenn ihr über ein Wort in einem Text stolpert, das ihr nicht kennt und was auch nicht in einer Fußnote erklärt ist, dann schaut es nach, weil es ein sehr wichtiger Begriff sein kann, der euch auch hilft, den gesamten Text zu verstehen. Wir fangen jetzt mal an, die Geschichte der Koch und der Kranich zu lesen. Ich würde das Erkennen der Schlüsselwörter jetzt bis Zeile 9 üben. Das ist bis Befahl. Und dann könnt ihr hoffentlich mit dieser Hilfe selbstständig das für die gesamte Geschichte machen, damit ihr bei eurem Textplan, den Frau Taden in dem Video erklärt hat, dass ihr das dann selbst anwenden könnt. Corrado Gianfigliazzi war einer der edelsten, freigebigsten und prachtliebendsten Kavaliere von Florenz. Er führte mit seinen Jagdhunden und Falken ein herrschaftliches Leben, ohne sich um wichtige Geschäfte zu bekümmern. Einst fing er mit einem seiner Falken bei Peretola einen fetten jungen Kranich, den er seinem ausgezeichneten Koch Cicibo oder Cicibio, da ist jetzt mein Italienisch auch nicht so gut, aus Venedig zum Abendessen aufs Beste zuzubereiten befahl. Ja, jetzt haben wir diesen Abschnitt hier und ich würde euch auch als Tipp geben, dass ihr die Geschichte einmal immer vollständig lest. Das ist so ein erstes Lesen, da müsst ihr ja auch noch gar nicht alles verstehen, aber dann habt ihr schon mal einen groben Eindruck davon, wovon die Geschichte handelt. So ganz grob. Und mit dem Textplan versucht ihr dann ja auch, das bis ins Detail oder bis auf die wichtigsten Punkte aufzuschlüsseln. Mit unter anderem den Schlüsselwörtern. So, jetzt schauen wir mal hier von Zeile 1 bis 9, was zentrale Begriffe sein könnten. Ihr habt jetzt einmal schon die ganze Geschichte gelesen und könnt so ein bisschen besser einschätzen, welche Begriffe wichtig sein könnten. Denkt daran, das sind zum Beispiel auch Begriffe, wie eben in der Übersicht dargestellt, die wiederholt auftreten. So, jetzt habe ich schon vergessen, die Überschrift vorzulesen. Der Koch und der Kranich. Eine Überschrift ist auch ganz wichtig, das seht ihr gleich, wenn wir bei diesem ersten Abschnitt die Schlüsselwörter markieren. In der Beispielgeschichte Das blinde Kuhspiel, die Frau Taden vorgestellt hat, hat sie ja auch gesagt, dass es wichtig ist, erstmal zu wissen, okay, wer spielt überhaupt mit? Also, wer tritt auf in der Geschichte? Deshalb würde ich hier als erstes auch mal Corrado Gianfigliazzi markieren als Schlüsselwort, weil das einer unserer handelnden Charaktere ist. War einer der edelsten, freigebigsten und prachtliebendsten Kavaliere von Florenz. Da kann man jetzt überlegen, ist das so wichtig, dass das in Florenz spielt oder könnte das auch in einer anderen Stadt oder in einer anderen Gegend spielen? Deshalb würde ich das erstmal nicht markieren. Ich habe ja schon die ganze Geschichte gelesen und das Wichtigste hierbei ist nicht unbedingt der Ort. Das könnte man vielleicht auch austauschen.
Er führte mit seinen Jagdhunden und Falken ein herrschaftliches Leben, ohne sich um wichtige Geschäfte zu bekümmern. An dieser Stelle würde ich jetzt ein herrschaftliches Leben markieren, denn damit kann ich auch so einschätzen, was ist denn der Gian Filiazzi so für ein Typ? Also kümmert er sich selbst um die Angelegenheiten oder lässt er das eher andere machen? Also es scheint ihm gut zu gehen und er muss Dinge wie das Zubereiten von Essen nicht selbst ausführen. Deshalb würde ich hier jetzt das herrschaftliche Leben markieren. Und was wir zusätzlich markieren, wenn wir nämlich weiterlesen, einst fing er mit einem seiner Falken bei Peretola einen fetten jungen Kranich. Hier sehen wir jetzt, mit einem seiner Falken, dieser Begriff wiederholt sich schon. Deshalb würde ich hier auch den Falken markieren. Ein Falke wurde im Mittelalter auch als Jagdtier genutzt, um ja, die Jagd zu erledigen und Tiere zu fangen. Wie wir ja auch hier sehen, fing er dann mit seinem Falken einen fetten jungen Kranich. Und hier schauen wir jetzt mal wieder zum Titel zurück. Der Kranich wiederholt sich an der Stelle. Also ist das schon ein sehr starker Hinweis, dass der Kranich ein Schlüsselwort ist, denn davon handelt ja auch die Geschichte. Den er seinem ausgezeichneten Koch Kikibio aus Venedig zum Abendessen aufs Beste zuzubereiten befahl. An der Stelle auch wieder der Hinweis zum Titel. Aha, ein Koch tritt auf. Das ist eine zweite Person, die hier in der Geschichte eingeführt wird und die auch im Titel der Geschichte eine Rolle spielt. Deswegen würde ich den Koch an der Stelle auch als Schlüsselwort markieren. Bei dem Rest würde ich sagen, das sind jetzt keine zentralen Schlüsselwörter. Bei dem Abendessen, es könnte ja zum Beispiel auch ein Mittagessen sein. Für eine bessere Übersicht könntet ihr das auch mit aufführen, wenn ihr zum Beispiel überlegt, was denn eine Zwischenüberschrift sein könnte. Dann nehmt das gerne mit rein, aber ich würde jetzt diese fünf Begriffe als Schlüsselwörter markieren. Frau Taden hat ja auch in ihrem Video erklärt, dass das nicht zu viele sein sollten, sonst verliert ihr nämlich auch wieder die Übersicht. Ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat, die Schlüsselwörter jetzt für den weiteren Verlauf des Textes zu erkennen und ja, euch da eine Unterstützung bietet, dass ihr den Text am Ende versteht und dann die Vorbereitung für euren Textplan habt. Und am Ende eine Inhaltsangabe schreiben könnt.